Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, wie bekomme ich große Waden von zu Hause aus, ja? Wie kann ich meine Waden vergrößern? Was gibt es da für Übungen für zu Hause? Und am Ende geht es auf jeden Fall nochmal darum, wie viel Wiederholungen soll ich denn überhaupt für die Waden machen? Welche Frequenz, also wie oft pro Woche, wie oft soll ich die Waden denn trainieren? Und wie viel Volumen, wie viele Sätze sollte ich denn insgesamt machen, damit meine Waden wirklich perfekt wachsen, so gut wie es geht? Und dann starten wir auch schon direkt durch mit der Anatomie, ja? Was muss man zur Anatomie wissen? Ganz einfach. Also, wir haben einmal einen Wadenzwillingsmuskel. Das heißt, einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Dieser setzt eben am Fuß an und am Oberschenkelknochen. Was macht er? Er führt eben die Zehenspitze nach unten. Dann haben wir noch einen dritten Muskel. Das ist der Soleus. Der befindet sich unter diesen zwei Zwillingsmuskeln, also unter dem Gastrocnemius. Und dieser setzt jetzt eben auch am Fuß an, aber nicht oben am Oberschenkel, sondern am Wadenbein, also direkt unten. Das heißt, bei dem Muskel ist egal, ob das Knie gestreckt ist oder eben nicht. Bei dem anderen Zwillingsmuskel, bei dem Gastrocnemius, ist es eben nicht egal. Deswegen sollte man priorisiert, wenn man den Muskel zum Wachsen bringen möchte, Wadenheben mit gestreckten Beinen machen. Und das war es auch schon mit der Anatomie, ja? Das heißt, für den großen Zwillingsmuskel sollte man auf jeden Fall Wadenheben im Stehen abdecken. Ja, mit gestreckten Knien. Dadurch ist der Muskel dann komplett gestretched und wird auch komplett kontrahiert. Und für den anderen Muskel kann man, wenn man den isolierter trainieren möchte, genau das gleiche machen, irgendwie Waden heben und dabei sollte das Knie eben gebeugt sein. Das heißt sowas wie Wadenheben im Sitzen mit einem Gewicht drauf. Wenn das nicht geht, könnte man theoretisch das auch mit seinem eigenen Körpergewicht machen. Empfehlen würde ich von 75% von den Übungen setzen, die man überhaupt macht, eher für den Gastrocnemius zu machen, da der andere Muskel da ja eh komplett beteiligt ist und dann kann man noch so 25% oder 10% wie auch immer noch für den anderen Muskel ein bisschen Wadenheben im Sitzen mit reinnehmen, aber Hauptfokus würde ich auf Wadenheben im Stehen setzen. Da sind eh alle drei Muskeln beteiligt und der große Wadenzwillingsmuskel, der wichtigste ist meiner Meinung nach, der ist da am meisten beteiligt. Warum ist Wadenheben im Sitzen nicht so gut für den Gastrocnemius? Er wird nicht komplett gestretched. Und er wird auch nicht komplett kontrahiert, deswegen befindet er sich in einer aktiven Insuffizienz und deswegen kann der Muskel eben da nicht so viel Kraft entwickeln und wird auch nicht so stark gereizt. Und deswegen macht es einfach nicht so viel Sinn, den Muskel da im Sitzen zu trainieren. So, als Gadgets, wenn man das Ganze zu Hause machen möchte, kann man wieder irgendwie einen Rucksack nehmen mit Wasserflaschen, irgendwie ein Gewicht sozusagen. Man kann ein Gummiband nehmen oder halt eben sowas wie eine Kurzhantel, eine Gewichtsscheibe, irgendwie sowas, was man in die Hand nehmen kann, um eben Übungen nochmal schwerer zu gestalten. Und dann, was ganz wichtig ist, man braucht irgendwas, wo man eben seinen Fuß draufstellen kann. Sowas wie zum Beispiel eine Treppenstufe oder hier habe ich so ein Stepbrett, heißt es glaube ich. Da kann man es zum Beispiel auch machen, aber eine Treppenstufe hat eigentlich jeder irgendwo im Haus. Und sonst gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie zwei Bücher, die dick sind, aufeinander zu nehmen und da sich drauf zu stellen. Also kriegt man auf jeden Fall von zu Hause aus hin. Und dann starten wir direkt durch mit der ersten Übung, ja? Beginnen tun wir mit dem Wadenheben im Stehen. Okay, also das erste könnt ihr auf jeden Fall mal zum Aufwärmen testen. Wird wahrscheinlich für die meisten zu leicht sein. Da kann man dann natürlich zusätzlich Gewicht und so weiter nehmen. Ihr nehmt einfach eine Treppenstufe oder hier sowas, stellt euch drauf. Und jetzt geht ihr komplett in den Stretch ganz runter. Und drückt euch eben hoch, so weit wie es geht, macht dann einen Stopp kurz und geht wieder kontrolliert runter, komplett in den Stretch. Bei dem Hochdrücken probieren nicht irgendwie ja, sich nach oben zu drücken, sondern eher die Ferse nach vorne zu schieben. Und dann kontrahiert man am besten hier die Wade und hat so eigentlich das beste Gefühl. Geht dann eben wieder ganz runter. Die Sache ist, diese Übung ist so sehr, sehr leicht. Und deswegen kann man das Ganze natürlich auch auf einem Bein machen, kann aber dann wiederum auch zu schwer sein. Also genau gleich, langsam hoch, 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 komplett kontrahieren und wieder runter. Komplett in die Dehnung. Als Alternative kann man sich ein Gummiband nehmen. Ja, stellt sich da drauf mit den Zehenspitzen, zack, über die Schultern drüber, auf den Nacken drauf, geht runter, runter, runter. Und wenn ich jetzt eben kontrahiere, bin ich ganz oben und das Gummiband ist so weit wie es geht gestretched. Und dann gehe ich eben wieder runter. So, für den Soleus, den man von der Seite sieht, kann man wie gesagt auch einfach das Ganze im Sitzen machen und dann Gewicht hier drauflegen. Und jetzt auch ganz einfach schön die Wade kontrahieren. Hier geht es nicht ganz so weit hoch wie im Stehen, aber eben komplett spüren, bis man hier diese Kontraktion spürt und bis es einfach nicht mehr weitergeht. Dann eben wieder runter in den Stretch.
und wieder hochdrücken, drücken, drücken, stopp und wieder langsam runter. Ganz einfach. Oder was man auch machen kann, wenn man den Muskel isoliert trainieren will, aber man hat kein Zusatzgewicht, dann kann man sagen, man geht hin. Ist ein bisschen behindert dann, aber man geht hier in den Stretch und dann so ins Knie und drückt sich dann eben hoch oder macht es mit beiden Beinen. Zack. Komplett in den Stretch. Hochdrücken. Komplett in den Stretch. Hochdrücken. Das würde auch funktionieren. So, und das war's auch schon mit den Übungen. Viel mehr kann der Muskel einfach nicht. Deswegen kann man da auch nicht viel mehr machen. Dann kommen wir jetzt zum Volumen, zur Frequenz und eben zu den Wiederholungen. Ja, beginnen wir mit der Frequenz. Da würde ich empfehlen, mindestens 2-mal die Woche, sogar bis zu 7-mal die Woche. Der Muskel regeneriert sehr schnell und deswegen kann man den ruhig auch öfters die Woche trainieren. Natürlich, wenn man den jetzt 7-mal die Woche trainiert, kann man keine 6 Sätze jeden Tag machen, aber vielleicht 2 bis 3 sogar und dadurch eben sehr viel Volumen anhäufen. Und da aber eben für sich selber evaluieren, was funktioniert am besten. Bei mir aktuell mache ich jetzt zum Beispiel 4-mal die Woche Wadenheben eben im Stehen und 2-mal die Woche noch im Sitzen zusätzlichen Satz dazu. Und bis jetzt kann ich mich extrem gut steigern und funktioniert auch super gut. Deswegen wird die Wade auch wachsen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber deswegen auf jeden Fall 2-mal mindestens wie jeden Muskel und wirklich bis zu 7-mal ist bei dem Muskel auf jeden Fall möglich. Da ein bisschen einfach für sich testen, was man denn machen möchte, was man gut hinbekommt. Dann beim Wiederholungsbereich kommt irgendwie von den Oldschool-Leuten oft die Empfehlung, die Wade ist ein kleiner Muskel, da muss man viele Wiederholungen machen. Ist jetzt nicht ganz so der Fall. Ich würde empfehlen, auch einfach Wiederholungszahlen wirklich von 6 bis auch 20, natürlich auch viele Wiederholungen, abzudecken und dann eben zu variieren. Ja? Über die Woche, wenn man zum Beispiel 4-mal trainiert, einmal eben von 6 bis 8 oder 9, dann von 9 bis 12, bis 15 und dann bis 20, dass man eben so dann verschiedene Bereiche abdeckt und so der Muskel eben einen unterschiedlichen Reiz bekommt und so dann eben besser wachsen kann. Aber vor allem auch schwere Sätze, das heißt 6-7 Wiederholungen für die Waden mit einbauen, würde ich empfehlen. Und dann kommen wir zum Volumen, wie bei jedem Muskel mindestens um die 10 Sätze und dann gucken, okay, kann ich mich besser steigern mit mehr Sätzen. Da würde ich auch immer als Tipp mitgeben, wenn ich die Sätze nämlich erhöhe, und ich trainiere jetzt die Waden 2-mal in die Woche, habe jetzt 2-mal zum Beispiel 6 Sätze, 7 Sätze. Da würde ich mir denken, okay, vom Kopf her fühle ich mal in den Muskel rein und guck mal, dieser 7. und 6. Satz am Ende, spürst du da wirklich noch richtig den Muskel oder ist es eher Junk-Volumen, das du anhäufst? Also Volumen, wo du einfach irgendwie die Bewegung machst, aber wo nicht mehr so richtig was im Muskel ankommt. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall die Frequenz erhöhen und dann lieber eben 4-mal die Woche die Waden trainieren und dann nur 3 Sätze machen, aber die 3 Sätze dann richtig fühlen und richtig in dieses Gefühl reinkommen vom Muskel. Und dadurch würde ich sagen, kann der Muskel auf jeden Fall nochmal besser wachsen. Und dann natürlich wieder bis zu 15, 20 Sätzen hoch kann es gehen, dass der Muskel eben optimal wächst. Und da muss jeder für sich selber evaluieren über einen längeren Zeitraum, was ist denn das perfekte Volumen, wo eben dein Muskel perfekt wächst. So, und allgemein bei den Waden ist noch extrem wichtig die Technik, wie ich es auch erklärt hatte. Man geht wirklich langsam runter, man macht unten einen kurzen Stopp von einer Sekunde oder sowas und oben auch. Ja, viele sieht man im Fitnessstudio, die, ja, wie nennt man das, die bouncen einfach nur. Ist eben nicht gut fürs Gelenk und da macht eben der Muskel nicht mehr viel von der Arbeit, sondern einfach nur der Fuß unten, der bounced, ist auch nicht gut fürs Gelenk und deswegen würde ich das nicht empfehlen, ja. Dann schafft ihr vielleicht mehr Gewicht, aber es bringt euch ja nichts, wenn nicht so viel bei der Wade ankommt. Deswegen lieber weniger Gewicht machen, schön langsam runter und schön hoch, richtig in die Kontraktion rein und den Muskel eben spüren. Und wenn ihr das öfters die Woche macht, in einem guten Volumen, mit einer guten Technik und einer Wiederholungszahl, die gut ist, dann wird der Muskel auch wachsen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wenn eine Frage offen geblieben ist, irgendeine Unverständlichkeit, gerne einen Kommentar da lassen. Und wenn euch so Themen interessieren, wenn dich so Themen interessieren, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch einen geilen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.